Hallo, ihr lieben Sportbegeisterten. Mein Name ist Christian Drastil. Ich habe 2017 die Rechte der 2015 eingestellten Sportwoche mit knapp 900 Printausgaben übernommen und ich bin folgender Meinung. Ja, herzlich willkommen wieder zum Sportwoche Business Athlete Podcast. Die heutige Folge ist ein klein wenig eine Sonderfolge und das geht so. Am 23. Jänner habe ich in meinem Sporttagebuch geoutet, dass ich heuer die 42,195 in Wien laufen werde. Diese Podcast-Folge beginnt mit einer Unterbrechung meines Wiener Börse-Podcasts vom 24. Jänner. Und so fort. Ja, und proaktiv an den Kapitalmarkt wenden, das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. Ich freue mich, jetzt ruft gleich jemand an, das ist aber nicht die Semperit, ich rufe dann so, Punkt, 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 15 Minuten später nach einem Telefonat, das nichts natürlich mit der Semperit zu tun hat, da habe ich keine Ahnung, wo ich mehr war. Ja, dieser Anrufer am 24. Jänner in meiner Wiener Börse Party. Das war der Michael Wernbacher vom WeMove Running Store, der das Tagebuch gelesen hat. Das Tagebuch gibt es unter christian-drastil.com Sport und mich gleich zu einem Besuch in seinen Store gebeten hat. So bin ich dann bei nächster Gelegenheit mit meinem Auswärts-Podcast-Setup hin. Das klingt ein bisschen anders, ich bin nicht ganz so happy damit, aber learning by doing natürlich. Mich und ich haben gesprochen über Taktik, Schuhe, beziehungsweise wann solche Schuhe ganz sicher tot sind. Über Training, Trainingsmöglichkeiten und vieles mehr. Auch den Kollegen Andy Walter haben wir erwähnt. Und diese Folge, die bietet, glaube ich, unzählige Antworten für alle, die 10 Wochen vor dem Marathon einfach noch Fragen haben. Und los geht's. Servus Michi, jetzt stehen wir wieder mal zusammen und ich habe ein Problem, nämlich in 10 Wochen, 11 Wochen ist Marathon. Aber ich bitte um eine kleine Beratung taktischer Natur. Ja, Christian, freut mich natürlich, dass du jetzt wieder mal Gast bei mir bist und ich in deinem Podcast vorkomme. Das heißt, du gehst Marathon wider an, dann Vienna City Marathon nehme ich an. Dir mit Tipps zur Hilfe zu kommen, das ist so wie Wasser in die Donau zu tragen. Aber natürlich, gerne und fangen wir mal beim Material an, oder? Also da ist ja meine Frage, Entschuldigung, dass ich das Mikrofon weggenommen habe. Ich habe jetzt 4 Jahre keine Startnummer gehabt. Ich habe die Möglichkeit gehabt, entweder die 10 Kilometer, den Halbmarathon, die Staffel oder den ganzen Marathon zu nehmen. Und weil ich da keine gute Zeit zu verteidigen habe, sondern nur eine, wie soll ich sagen, eine sportliche Leistung abliefern will, habe ich mich für die 42,195 entschieden. 10 Wochen Zeit circa. Was empfiehlst du mir? Ich möchte mit einem schnellen Schuh laufen. Was empfiehlst du mir im Training? Soll ich da mit dem Rennschuh gleich laufen, um mich zu gewöhnen? Oder wie würdest du das angehen? Du kennst mich ja ein bisschen. Christian, nein, wir machen da, erstens mal, mir würde alles andere wundern, als 42 Kilometer zu laufen bei dir. Aber, Christian, wir machen da ein richtiges Schuhkonzept. Das heißt, wir werden von Anfang an sämtliche 3 Kategorien verwenden. Das heißt, wir werden einen Trainingsschuh genauso verwenden wie einen Lightweight-Schuh, der für schnellere Geschichten dann ist. Das erkläre ich dir dann noch genauer. Aber wir werden auch dann schon ganz langsam einen Wettkampfschuh hier in das Training einbeziehen. Sag mir aber, was ist so trotzdem das Endziel zeitmäßig? Ich habe in der Vergangenheit, wie gesagt, nicht allzu viel gemacht. Ich habe so 3,30 wäre schön, wenn ich es in 5,00 durchlaufen kann. Das wird eher eine Belastung sein für den Kopf weniger, glaube ich, und für die Lunge auch nicht, aber für meinen ganzen Körper, ja, die Knie, die Schultern und so weiter. Mir fehlt ja die Muskulatur. Christian, wir werden hergehen, wie gesagt, wir werden alle 3 Kategorien im Training verwenden, aber wir werden, und da wirst du jetzt überrascht sein, beim Marathon dann selber einen Trainingsschuh verwenden und einen sehr schnellen Trainingsschuh verwenden. Der kann dir am besten helfen. Bei einer Zeit von 3,30, wo ich den Hut ziehe, ist es trotzdem so, dass dir ein Trainingsschuh mit all seinem Volumen in der Form der Dämpfung, in der Form der Führung und so weiter, einfach am besten helfen kann, weil er von allem ein bisschen mehr hat. Aber bei den Schuhen hat es in den letzten 1,5 Jahren eine deutliche Revolution gegeben.
Früher war es der Carving-Ski vor 20 Jahren, wo der Gerade-Ski zum Carver geworden sind und alle haben leichter Ski fahren können. Das klingt so, als hätte der Gerhard Hartmann noch mit dem Ski gewonnen, quasi den Vienna City Marathon 86. Das klingt so, das ist so. Schuhe mit gerader Sohle, wie es es noch vor kurzer Zeit gegeben hat, sind einfach Schuhe, wo die Energie in den Boden hineingeht. Jetzt die ganzen Rockersohlen, die gebogenen, die man eben von Ski, von Snowboards und so weiter kennt, das sind alles Schuhe, die nach vorne unheimliche Geschwindigkeit entwickeln, die Energie nicht in den Boden spielen, sondern über das Knie nach vorne spielen. Das sind alles Schuhe, mit denen kann man verdammt schnell sein. Und trotzdem ist es ein Trainingsschuh. Wir werden aber trotzdem auch beide andere Kategorien im Training verwenden, nämlich wenn du Intervalle läufst, wenn du einmal einen schnellen 5er, einen schnellen 10er verwendest. Wir werden auch Carbon verwenden, das werden wir tun. Aber am 21. April, da gilt es dann, da sucht man nicht den bequemsten Schuh, lieber Christian, da sucht man den schnellsten Trainingsschuh für dich. Ob das dann ein ASICS, ein On, ein New Balance oder was auch immer ist, das werden wir heraustesten. Das werden wir beim Training herausfinden, was dir da am besten taugt. Und das werden wir gleich einmal starten, ich glaube morgen, oder? Ich bin schon gestartet mit einem alten guten Schuh am Wochenende, habe mal einen Halbmarathon bewältigt in den 5 und fühle mich eigentlich recht gut damit. Jetzt wird es dann halt schwierig, die Umfänge zu erhöhen und so weiter. Und natürlich wird es auch nicht ganz ohne Intervalle gehen, das ist nicht meine Stärke. Ich habe vor 4 Jahren zuletzt irgendwie neue Schuhe getestet, habe dann auch wegen Corona und einfach die Ziele erreicht, nicht mehr die Zeit und Lust gehabt. Aber das ist jetzt natürlich eine schöne Sache. Also alle Schuhe, die 4 Jahre sind und so, sind eigentlich zum Garagendach streichen und zum Schwammerl brocken, aber nicht mehr zum Laufen. Christian, wie neuer der Schuh, umso besser. Das heißt, wenn er gerade einmal 50 Kilometer dann hat und wir gehen in den Marathon, dann kann der Schuh richtig helfen. Insgesamt gilt für den Otto-Normalverbraucher draußen und für den Marathonläufer aber das Gleiche. Wenn man bei einem Ziel ist, bei einem Wettkampf ist, den man als Jahresziel hat, dann soll der Schuh nicht mehr als die Hälfte seines Lebens bereits verbraucht haben. Er soll in der ersten Hälfte noch sein. Das heißt, bei einem Trainingsschuh in etwa 1000 Kilometer und genau muss er dann noch deutlich unter 500 sein, dass er dir wirklich helfen kann. Ja, in Form von Dämpfung, in Form von Rebound, das ist dieses Anschieben nach vorne. All diese Dinge kann der Schuh dann natürlich am besten. Und ein Schuh, der 2 Jahre nicht gelaufen wurde, der ist sowieso kaputt, auch wenn er davor nie gelaufen wurde. Der kann dir nicht mehr helfen. Also wir werden morgen mit einem neuen Schuh starten, das heißt, den werden wir jetzt dann im Anschluss aussuchen und wir werden mit den ersten Mal da in dieses Projekt gehen. So war es ja eigentlich gar nicht gedacht. Ich wollte mich eigentlich nur beraten lassen von dir, ob ich welchen Schuh und ob ich da einen... Würdest du zum Marathon selbst, wenn ich jetzt richtig verstanden habe, nicht einen Schuh nehmen, den du noch nie gelaufen bist und der beste ist, oder? Ja, du kannst, wir werden das testen. Du kannst einen Schuh verwenden, den du noch nie gelaufen bist, vermutlich auch. Aber jetzt ganz ehrlich, wir haben die Möglichkeit, das zu testen. Ich will dich da gerne begleiten, das ist das eine. Und zum anderen, ich bin eigentlich selber interessiert daran, was da rauskommt. Und zum einen, es ist ganz einfach, für eine Zeit um 3,30, die ja spitze ist, braucht es trotzdem Hilfe. Die Muskulatur muss sonst viel zu viel tun, der Schritt wird kleiner und solche Dinge. Das heißt, wir brauchen einfach einen sehr aktuellen Schuh dann. Wir werden ganz zum Schluss dann in den letzten 14 Tagen sagen, wir nehmen diesen Schuh zum Beispiel, den werden wir dann ganz neu ausfassen, mit dem laufst dann vorher 2-3 Mal noch und das wird dann dein Schuh sein, der dich am 21. April dann auf die Strecke bringt. Also ich möchte das auch für die Hörerinnen und Hörer natürlich ein bisschen runterbrechen. Das ist auch die generelle Empfehlung, wenn ich es richtig verstanden habe, dass man jetzt so minus 10 Wochen vor Start sich noch nicht festlegt, sondern dann erst schaut und oder? Grundsätzlich ist es eine generelle Empfehlung, natürlich. Es kommt immer darauf an, wie viele Kilometer ich noch bis dorthin laufe. Aber in der Regel ist es so, wenn man so irgendwo Mitte, Ende Februar dann um den Marathon schon schaut und man hat ja dann meist 2-3 Schuhe, den aber trotzdem spart. Ich sage ja, wie weniger er gelaufen ist, umso besser kann er da helfen. Wenn er gut eingelaufen ist mit 50, 60 Kilometer ist er das, ja, sonst ist es der falsche Schuh, wenn er mehr braucht. Da ist er dann schon ein richtiger guter Schuh, der dir gut helfen kann. Und empfiehlst du manchen Kundinnen und Kunden auch, dass wenn sie mit einem Schuh zufrieden sind, 2 Paar zu kaufen und das 2. Paar dann beim Event einzusetzen?
Also wir machen es grundsätzlich immer so, dass wir dem Kunden natürlich das so sagen, dass zwei Schuhe in der Abwechslung gut sind, weil sie sich auch anders belasten im Training etc. Wir würden aber nie darauf drängen, dass er zwei kauft. Wir sagen immer, lauf einmal 200-300 Kilometer drauf und wenn es das Budget erlaubt, kauf dir einen weiteren Schuh, mit dem kannst du dann abwechseln, den schlechteren tauscht immer aus. Und wenn es Marathon das Ziel ist, da gibt man viel Geld aus, man investiert viel Zeit, man ist viel von der Familie getrennt, dann soll es wirklich so sein, dass man sich 3-4 Wochen vielleicht vorher noch einmal einen neuen Schuh gönnt, den man, das ist der Lieblingsschuh ist. Es kommt dann auch ein bisschen auf die Zeit drauf an, wenn ich jetzt sage, ich habe dich mit 3,30 vielleicht auch ein bisschen langsamer, vielleicht ein bisschen schneller, dann darf man sich da drin auch saubudel wohlfühlen. Wenn ich einen Läufer habe wie den Andreas Walter, da geht es mir nicht, dass er sich in dem Schuh wohlfühlt, da geht es mir, dass er den schnellsten Schuh anhat, den es überhaupt gibt, wo er am schnellsten vorankommt. Zwischenfrage, journalistisch, weißt du schon, ob der Andi in Wien starten wird? Was ich weiß, startet der Andreas in Linz. Das hat den Grund, das ist die österreichische Meisterschaft. Nein, das glaube ich gar nicht, dass er schneller ist. Es ist aber sicher so, dass er, da geht es um Punkte. Wenn er die österreichische Meisterschaft gewinnt, macht er richtig, richtig viele Punkte und da kann es sein, dass er dann noch zur Olympia kommt, ohne dass er das Limit 2,8 irgendetwas läuft, sondern dass dann 2,9,30 oder so auch schon reicht und durch die Punkte in der Weltrangliste oder in der Liste dann halt so weit nach vorne kommt, dass er trotzdem dann in Paris aufschlagen kann. Ich glaube, das ist das oberste Ziel. Darum Linz. Ganz spannend, die Daumen, lieber Andreas. Wenn du das hörst, sind auf jeden Fall gedrückt. Wir haben natürlich in der Bubble auch viele Leute, die Triathlon machen, Ironman, da kosten die Geräte noch einmal um Multiples mehr, wenn ich nur an die Fahrräder denke und an die Verschiffung von den ganzen Sachen. Also die Empfehlung, jetzt zu beginnen, ist nicht zu spät. Wenn ich ein Läufer bin, der immer gelaufen ist, früher so seine 200 bis 250 Kilometer im Monat, jetzt im letzten Jahr waren es nur noch 50 Kilometer, aber ich fühle mich fit. Es kann sich noch ausgehen, oder? Ja, ich bin der festen Überzeugung, wenn ich dich anschaue, da ist kein Übergewicht da grundsätzlich. Wenn du jetzt konsequent bist und du bringst es zusammen, dass du dreimal, vielleicht auch das eine oder andere Mal, viermal die Woche laufst, dort gute Akzente setzt, dass du sagst, ein bisschen etwas Längeres, einen irgendwo um die 10, 12 Kilometer, wo du ein Marathon-Tempo vielleicht dann immer schon wieder mal simulierst und einen Intervall oder ein bisschen etwas Schnelleres und den einen oder anderen vielleicht so Probewettkampf machst, geht sich das hervorragend aus. Da traue ich mich jetzt schon zu wetten. Ich wünsche mir auch alles Gute. Wir kennen uns ja schon eine Zeit lang und du weißt, ich bin ein individueller Trainierer, auch viel zu tun, da geht keine Community. Aber Wim Hof bietet ja auch einiges an für diejenigen, die sich noch gemeinsam fit machen wollen für den Marathon. Was habt ihr da so im Programm für ein Community-Laufen, so Morning Runs oder was? Ja, wir haben grundsätzlich zwei Communities. Das ist zum einen der Sonntag, der Long Run, der Weekly Long Run, jeden Sonntag. Da gibt es mittlerweile im Chat weit über 300 Teilnehmer, die auch immer wieder mal da sind. Jeden Sonntag zwischen 90 und 140 Leuten, die bei uns im Shop sind, von dort wegstarten in den verschiedensten Leistungsgruppen. Es ist ein sehr niederschwelliges Angebot. Einfach kommen und mitmachen. Fünfmal dabei, ein Shirt zu kriegen. Viele Vorteile noch mit Weihnachtsbrunch, Osterbrunch. Wir nehmen auch gemeinsam dann an Christoph Wetschis Lauf im Park dann teil für den Sterndalerhof und solche Dinge. Und dann gibt es seit neun auch den Mittwochslauf. Das ist eine Stunde Laufen. Von 6 bis 7 vom Laden auch weg in Wien-Mitte dann. Muss ich unterbrechen, 6 bis 7 oder 18 bis 19? Entschuldigung, du hast recht, ich Steiler, 18 bis 19 und da gibt es nicht, wie weit das man läuft, sondern es ist eine Stunde, die schnellere Gruppe läuft halt weiter, die langsamere ein bisschen weniger lang und, oder weniger weit und es gibt auch Woka, die da mit dabei sind, also schon ein ganz tolles und alles auf sehr niederschwelliger Basis, einfach kommen, pünktlich sein, sonst sind die weg. Und alle Informationen gibt es auf der Wimhof.at, nehme ich an, oder? Ja, natürlich, auf Wimhof.at alle Informationen, immer wieder erneuert. Und es gibt immer ab Mittwoch auch das Programm für den Weekly Long Run dann zum Beispiel schon drinnen und ab Sonntag, glaube ich, das Programm für den Mittwochslauf. Immer das Aktuelle. Ich sehe die Leute am Wochenende immer wieder und wir winken uns zu. Das ist eine Tradition. Man kennt sich zwar nicht persönlich, aber von den Gesichtern her, die schauen ziemlich entspannt aus. Ja.
Ja, das ist so. Aber wenn man sich zuwinkt, ich kann mich noch erinnern, das war in den Anfängen von WeMove, da hast du einmal eine Aktion gehabt, die hat damals geheißen Läufer grüßen sich, glaube ich, und das haben wir auch auf ein Shirt drauf gehabt. Haben wir leider mit dem Shirt damals nicht ganz so, da waren wir schuld, haben wir aber noch nicht so eine Community gehabt, aber war eine tolle Idee. Ich habe noch ein paar Shirts und immer wenn ich das Shirt anhabe, dann grüßen die Leute so irgendwie peinlich berührt. Ja? Läufer grüßen einander. War damals noch nicht gegendert, heute würde ich es auch gendern irgendwie. Man lernt dazu. Lieber Michi, wir sind hier in einem Store, man hört es auch im Hintergrund. Ich fühle mich jetzt noch motivierter als früher. Das Bauchpinseln wäre gar nicht notwendig gewesen. Ich muss mich motivieren, das werde ich schaffen. Gesund bleiben ist halt die Sache. Ne? Jetzt der Krankheit aufreißen und das wär's. Ja, das Krankheit wäre natürlich jetzt schade, das ist schon so. Aber kalt duschen jeden Tag in der Früh, nach dem Heißduschen, kalt duschen, dann wird das. Das ist das eine. Und das zweite, Bauchpinseln tue ich nie. Ich habe gerade vor 2 Stunden einem anderen sehr guten Freund von mir genau das Gegenteil von dir gesagt, dass das nichts mehr wird heuer. Mit Sicherheit nicht. Also der hat das genaue Gegenteil erfahren, weil es einfach die Wahrheit ist. Ja, das mit dem Kaltduschen, das nehme ich auch mit, weil Warmduscher bin ich sowieso. Gut. Lieber Michael, ich werde da updaten auch in meinem eigenen Podcast. Ich glaube, wir haben uns da nicht zum letzten Mal gehört, vor dem Marathon und beim Marathon. Allerletzte Frage. WeMove und das Wochenende des Marathons selbst. Wie ist da die Zusammenarbeit heuer? Naja, wir dürfen ja aufgrund eines Großsponsors nicht wirklich selber auf der Messe sein. Wir sind aber mit vielen unserer Marken vertreten dort. Es ist zum Beispiel Ondort vertreten mit uns, es ist Saucony vertreten mit uns, es ist eine Einlagenmarke mit uns vertreten. Also wir sind da schon sehr gut organisiert dort. Aber wir machen natürlich auch einige Dinge selber. Es gibt bei uns die Kaiserschmarrn-Party, da sind alle unsere Stammkunden und Kunden eingeladen am Abend. Am Samstag ist das ja genau. Und wir machen schon ein bisschen etwas. Es gibt da vorher die Fragestunde mit dem Harald Fritz und so weiter. Das ist schon, was man dann am letzten Tag halt noch alles so tun kann, wie man die Universität auch ein bisschen am Boden bringt. Nehmen vor allem ganz Neulinge meist fragen danach und das ist ja eine lässige Geschichte. Die gute alte Kaiserschmarrn-Party, die habe ich ja fast schon vergessen gehabt. Die gibt es offiziell nicht mehr, oder? Die gibt es, glaube ich, dass sie offiziell nicht mehr gibt. Das weiß ich jetzt gar nicht, das könnt ihr jetzt gar nicht sagen. Aber bei euch gibt es genau, ja, das, genau. Und eine allerletzte Frage habe ich noch. Deine eigenen 42,195 Ambitionen, da war doch mal was und dann war, glaube ich, eine Verletzung, oder? Ja, genau, das war so. Ich habe jetzt begonnen, habe vor circa 4 Wochen gut zum Trainieren begonnen. Jetzt hänge ich es nicht so an die Glocke, hoffe jetzt einmal, dass ich das gut drüber bringe. Und die Entscheidung wird dann so, ich sage jetzt einmal so Mitte April fallen, was es dann weiter tut, dann werden wir den Harald Fritz wieder hinzuziehen, weil das ist dann mein Peitschenknaller und meiner, der mich dann aufrecht hält, wenn ich dann um 10 Uhr am Abend noch laufen gehen muss. Und dann wird es so sein, dann werde ich mir einen tollen Herbstmarathon aussuchen. Also für die 42,195 in Wien theoretisch noch möglich, oder? Nein, gar nicht. Also mit Sicherheit nicht. Da können jetzt einmal 10 Kilo weg und all diese Dinge, an denen werden wir arbeiten. Und wenn wir gesund bleiben, dann gibt es aber mit Sicherheit einen Herbstmarathon. Vielleicht machst du ja die 60 Kilometer beim Wings for Life ein paar Tage vorher. Ne? Ja, ich werde beim Wings for Life natürlich laufen. Ich bin ein App-Läufer, da laufe ich zu Hause. Ich laufe meistens die gleiche Anzahl an Kilometern, nämlich rund 20. Da bin ich aber ein bisschen Schwindler, weil bei uns vom Zuschlag aus geht es Richtung Kindberg und das geht nur bergab. Aber das sind dann 20 oder 22 Kilometer und das passt dann. Eine gute Streckenkenntnis passt auch dazu. Und so viel Gegenwind wie auf der Donauinsel wirst du im Zuschlag, glaube ich, auch nicht haben. Ne? Nein, darunter ist ja noch die zweite Schwindlerei, ist dann der Rückenwind, den ich da drunter habe. Ich gebe dir das Kompliment zurück. Du schaust auch sehr, sehr, sehr fit aus und ich bin motivierter als vorher und es war gescheit, zu dir zu kommen. An euch da draußen. Stay tuned. Tschüss und Baba mal von mir. Ja, natürlich auch von mir und wie gesagt, der 21. naht. Business Athlete Podcast.